Seit dem 1. August gibt es ja ein neues Mashup, wo wir in einem Set einen X-Wing und einen TIE Fighter kaufen können. Und dieses Set vergleiche ich mal mit den vorangegangenen X-Wing bzw. TIE Fighter. Wie ist das Preis-Leistungs-Verhältnis? Welche Figuren sind besser? Und macht es Sinn, jetzt das neue Set zu kaufen, wenn man die beiden anderen Sets schon hat? Das alles klären wir in diesem Video, deswegen bleibt bis zum Ende dran und ich würde sagen, genug gequatscht, los geht's. Zunächst einmal, wie gewohnt, die Fakten. Die beiden Sets, also der TIE Fighter und auch der X-Wing, hatten zusammen eine UVP von knapp 95 Euro. Dafür bekam man 906 Teile, macht einen Teilepreis gerundet von ca. 10 Cent pro Teil. Und in beiden Sets zusammen waren 7 Minifiguren enthalten. Ich rede hier ganz klar in der Vergangenheit, weil diese Sets sind 2021 erschienen und haben den Markt Ende 2023 verlassen. Also beide Sets bereits EOL. Und dazu jetzt im Vergleich, das Mashup hat eine UVP von knapp 110 Euro. Dafür bekommen wir 1063 Teile, macht ebenfalls einen gerundeten Teilepreis von ca. 10 Cent pro Teil. Allerdings haben wir hier nur 5 Minifiguren. Die Exklusivität der Minifiguren lasse ich mal raus, weil zum Beispiel General Dodonna beim X-Wing war zum Zeitpunkt der Erscheinung exklusiv, gibt es ja mittlerweile in einem weiteren Set, also daher, das können wir jetzt nicht mit einfließen lassen. Allerdings müssen wir hier schon ganz klar sagen, die Inflation hat jetzt nicht irgendwie reingehauen oder ähnliches, 10 Cent pro Teil ist in der Lego Star Wars Welt absolut in Ordnung. Und jetzt schauen wir uns mal die Minifiguren an. In dem X-Wing war enthalten der gerade angesprochene General Dodonna, ein Luke Skywalker in seiner Pilotenuniform, Prinzessin Leia Organa und ein bereits bekannter R2-D2, hier sieht es auch auf dem Bild, der so einen leicht schiefen Bedruckung hat. Ja, das ist ja leider keine Seltenheit. Und in dem TIE Fighter hatten wir natürlich einen TIE Fighter Piloten, einen Sturmtruppler und so einen Protokolldruiden. Und da ich ja auch einen Bricklink Shop habe und auch ein paar Mal dieses Set ausgepartet habe, kann ich euch sagen, sobald ich diesen Druiden reingestellt habe, war der eigentlich immer sofort verkauft. Also eine sehr, sehr beliebte Figur. Ansonsten, diese Figuren sind nicht schlecht. Ja, sind, sag ich mal, klassische Lego Star Wars Figuren. Nicht unbedingt irgendwelche Highlights jetzt dabei, aber auch definitiv keine schlechten Figuren. Und jetzt einmal im Vergleich die Figuren, die bei dem Mashup dabei sind. Und zwar, ja, da haben wir einmal Jessie Scala, ist relativ schick bedruckt, kann man nicht anders sagen. Ja, ein Armprint hätte vielleicht noch gut getan, wobei ich halt auch nicht weiß genau, wie die Figur aussieht. Ansonsten, wie gesagt, Prints okay zu der Figur selber, ob die gut umgesetzt ist, ob das eine Figur ist, die ich irgendwann mal unbedingt haben möchte, kann ich momentan noch nichts zu sagen, weil ich die Serie bzw. den Film noch nicht gesehen habe. Ähnliches gilt für Sig Gripling, wobei der nicht ganz so aufwendig bedruckt ist, aber vielleicht ist das auch in Ordnung. Dann haben wir natürlich hier noch so einen klassischen X-Wing-Piloten. Ich denke, der ist in Ordnung. Da kann Lego eigentlich nicht ganz so viel verkehrt machen. Und dann vielleicht der heimliche Star in diesem Set ist der, wie er liebevoll genannt wird, der McDonald's-Droide, ja, L3GO oder auch Lego genannt. Ja. Also vielleicht, wie gesagt, so ein Geheimtipp. Ich denke, den wollen wahrscheinlich viele Leute nachher haben. Und dann haben wir noch einen klassischen TIE-Fighter-Piloten. Ja, zu den Figuren, wenn man sie jetzt mal so ein bisschen gegenüberstellt, muss man sich halt entscheiden, ob man jetzt irgendwelche neuen Figuren haben möchte oder ob man eher diese klassischen Star Wars Figuren bevorzugt. Was wir allerdings ganz klar festhalten können, bei den Sets, die 15 Euro letztendlich weniger gekostet haben, haben wir 2 Minifiguren mehr. Das darf man an der Stelle auf jeden Fall nicht verschweigen und auch nicht unterschlagen. Und jetzt machen wir weiter und vergleichen den TIE Fighter von 2021 mit der aktuellen Version von 2024. Hier die angesprochenen TIE Fighter, einmal links von 2024 und rechts von 2021. Also ich sag mal, die beiden Dinger sind nahezu identisch groß. Da gibt es jetzt keine großen Unterschiede. Es geht eigentlich quasi nur um die Kapsel, nur um die Mitte. Man darf natürlich nicht vergessen, bei der neuen Variante kann man die Flügel natürlich auch an den X-Wing dran machen. Das ist ja quasi dieses Gimmick, diese Spielidee hinter der ganzen Geschichte. Deswegen hat er natürlich ein bisschen andere bauliche Voraussetzungen. Allerdings muss ich persönlich gestehen, gefällt mir die Variante von 2021 ein bisschen besser. Und das Ganze hauptsächlich dadurch, dass wir halt diese bedruckte Cockpit-Scheibe haben. Die macht für mich irgendwie ein bisschen mehr her. Das sieht für mich einfach ein bisschen runder, ein bisschen besser aus. Also ich denke, wer die 2021er Version hat, mit der zufrieden ist, braucht nicht unbedingt den TIE Fighter jetzt von 2024. Und wenn wir uns dazu nochmal den X-Wing anschauen, ja, dann fällt auch auf eigentlich, die sind nahezu identisch. Also da gibt es auch nicht viele große Unterschiede. Also auch hier würde ich sagen, wer 2021 schon dieses Set gekauft hat, beziehungsweise die 2021er Variante, braucht nicht unbedingt die 2024 Variante. Ich meine, klar, wenn ihr unbedingt jetzt Fans seid von dieser Spielidee, wo ihr sagt, boah, wir können jetzt hier die Flügel von dem einen an den anderen dran machen, das muss ich unbedingt haben, das möchte ich unbedingt so ausstellen. Okay, dann macht es vielleicht Sinn, aber ansonsten, wenn ihr einfach nur sagt, okay, ich möchte sowieso so ein Raumschiff haben, das soll in etwa so bleiben, wie es ist, also der X-Wing und auch der TIE Fighter, ich glaube, dann könnte man schon fast sagen,
Wenn ihr die 21er-Varianten habt, braucht ihr nicht die 2024er-Varianten kaufen. Ja, wenn wir diese drei Sets jetzt miteinander vergleichen und zum Fazit kommen, welches Set ist jetzt besser, sind es die 2021er-Varianten oder dieses Mashup von 2024? Tja, es gibt da keine klare Antwort, würde ich sagen. Jetzt müsst ihr für euch selber ein bisschen entscheiden, welche Minifiguren mögt ihr mehr? Könnt ihr mehr mit diesen Zeke Gripling und Jesse Scala anfangen? Oder seid ihr eher Fans der klassischen Star Wars-Figuren? Ja, habt ihr vielleicht die Raumschiffe von 2021 schon oder noch nicht? Auch das müsst ihr natürlich an und für sich für euch selber entscheiden. Ansonsten kann man wirklich hier festhalten, obwohl wir hier 3 Jahre Unterschied bei den Sets haben, müssen wir hier wirklich festhalten, haben wir ein nahezu identisches Preis-Leistungs-Verhältnis. Das sieht man auch nicht unbedingt oft bei Lego. Also daher, das passt. Und was macht ihr jetzt, wenn ihr die 2021er-Version verpasst habt, aber auch dieses Mashup nicht braucht, sondern ihr wollt klassische Lego-Figuren haben? Dann würde ich sagen, wartet ein, vielleicht auch 2 Jahre. Dann wird Lego sicherlich den nächsten X-Wing auf den Markt bringen, bin ich mir fast sicher. Und auch den nächsten TIE Fighter. Ich denke, viel länger müsst ihr da nicht warten, viel länger müsst ihr euch da nicht in Geduld üben. Also daher keine Panik, wenn ihr jetzt die 2021er-Varianten bevorzugt, aber noch nicht in eurem Besitz habt. Und wenn du jetzt noch nicht die 25-jährigen Jubiläumsfiguren anlässlich zum Lego Star Wars Jubiläum in deinem Besitz hast, keine Sorge, schau dir gerne dieses Video hier als nächstes an. Da findest du heraus, in welchem Set welche Minifigur enthalten ist. Viel Spaß damit und ansonsten schönen Tag noch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.